Dieser Film beginnt an der gleichen Stelle und am gleichen Tag, wo der letzte endete. Ich habe Schnee geschippt, ich habe den Rahmen geputzt. Willkommen bei Sam's Channel. Ja, der Rahmen steht upside down. Kennen wir ja von der einen oder anderen Gabel, aber es liegt einfach daran, dass der meiste Dreck hier unten war. Aber ich drehe ihn jetzt wieder um, um mal den Kopf. Manchmal ist es echt blöd. Um mal den Lenkkopf auszubauen. Nee, du solltest auf der Pappe landen. Na gut. Passt schon. Kein Rastpunkt, aber das hatten wir ja schon. Ich habe es befürchtet, dass das Ding irgendwie sich bemüht abzuhauen. Halt so. Hier gibt es auch keine Scheibe. Die gab es auch bei der SC58 nicht. Ach, kann man mal sauber machen. Ja, das Lenkkopflager ist immer noch einwandfrei, fühlt sich immer noch prima an, ist relativ ja, stramm. Auf jeden Fall auf gar keinen Fall so, dass es irgendwie wackeln würde. Die obere Scheibe ist nicht gekontert, das ist sehr, sehr schön. Die Leute, die das gemacht haben, haben gewusst, wie es geht. Das ist toll. Ganz schön fest. Bin ich mal gespannt, ob es Kegelrollenlager drin ist oder ob ein Originallager verbaut wurde. Originallager hätte noch fester sein müssen, glaube ich. Ah, ist Originallager drin. Man sieht also hier unten, dass das Originallager verbaut wurde. Dass es gut gefettet ist. Bisschen verdellert. Sehr gut gefettet. Lagerkranz. Auch sehr gut gefettet. Ja, ich würde sagen, das ist prima. Dieses Lenkkopflager werde ich gerade nur sauber machen, mit neuem Fett versehen. Und dann darf das noch ein paar Jahre. Dieses Motorrad wird wahrscheinlich nicht so viel Kilometer drauf kriegen, sodass ich davon ausgehe, dass dieses Lenkkopflager bestimmt noch 3, 4 Jahre halten kann. Trotzdem putze ich mal das alte Fett raus, auch wenn es jetzt nicht wirklich schlecht ist. Man sieht hier sehr schön, dass ich mit meinem Durchschlagwerkzeug, was ich sonst immer benutze, bei den Stahlrahmen hier gar nichts anfangen könnte, weil hier gibt es keine Kante und hier an dieser Stelle auch nicht. Das heißt, das Werkzeug würde hier gar nicht angreifen können. Dafür hat man hier an diesen Stellen eine Kante gelassen, um von unten das Lager rauszuschlagen. Die Lagerschale, das ist sehr schön gemacht. Und wenn ich mal hier reinleuchte, kann man das nämlich auch sehen, dass man hier rechts und links, ich denke, man kann es ziemlich gut sehen, ich kann es zumindest ganz gut auf dem Monitor sehen, dass rechts und links
und zwar genau hier. Und hier befinden sich also Einstülpungen an dieser Stelle, wo man also wunderbar mit einem Punch das Lager rausschlagen kann. Also das ist extra dafür gemacht und eigentlich sehr, sehr schön konstruiert und servicefreundlich. Das gefällt mir. So sieht man es nochmal ein bisschen besser, was ich meine, diese Ausbuchtung dabei ca. 10, 11 Uhr. Und auf der anderen Seite ist die genauso und diese beiden Ausbuchtungen kann man wunderschön benutzen, um von oben diese Lagerschale rauszuschlagen. Ich würde also quasi einen Punch nehmen hier und würde den dann hier aufsetzen. Natürlich nicht durchfallen lassen, sondern aufsetzen. Dann sitzt der Punch dann quasi so auf dieser Kante da unten, wie ich es hier zeige. Und dann kann man die untere Lagerschale raustreiben und von unten kann man das genauso mit der oberen machen. Ich hatte mich ja gerade schon gewundert, warum eigentlich dieser Dichtring hier, dieser Staubschutzring so verbeult ist, weil dieser Staubschutzring ist ja unter der Mutter, welche das Lenkkopflager quasi spannt. Und normalerweise, das Lenkkopflager ist ja gewechselt worden, das weiß ich ja. Sieht ja auch noch sehr gut aus. Und dieses Ding kriegt man normalerweise nagelneu, wenn man ein neues Lenkkopflager einbaut. Und wenn man das dann da drauf tut und das Ganze wieder zusammenschraubt, kann das ja normalerweise nicht verbeulen. Also wie kann ein neues Lenkkopflager mit einer neuen Staubschutzkappe dann plötzlich so aussehen? Diese Frage trieb mich also um und da habe ich mir mal die Mutter, die oben drauf sitzt, noch mal genauer angeschaut. Und siehe da, die Beule, welche die Staubschutzkappe hat, hat auch diese Mutter hier. Ja, man kann auch sehen, dass das ein Loch ist. Die ist nämlich gerissen, die Mutter. Und so sieht die also von innen aus oder von unten aus. Und das ist schon ein ziemliches Ding, muss ich sagen. Das ist ein ziemliches Ding, weil das muss zwangsläufig beim Zusammenbau dieses Lenkkopflagers nach dem Austausch passiert sein, weil dieses Ding ist ja nicht kaputt gekommen, sondern war jetzt kaputt. Also muss, es gibt eigentlich nur eine Erklärung dafür. Beim Zuschrauben des Lenkkopflagers, beim Anziehen dieser Mutter wurde also kein Werkzeug benutzt, also kein Drehmomentschlüssel. Dieses Original-Lenkkopflager muss ja mit 20 oder 25 Newtonmeter angezogen werden. Ich muss nochmal genau nachschauen. Sondern es wurde Hammer und Meißel oder ein Schraubenzieher benutzt und das Ding ganz einfach zugedengelt. Und dabei ist diese Mutter hier kaputt gegangen. Und diese nagelneue, vorher sicherlich unbeschädigte Staubschutzkappe ebenso. Ja, ich habe dann daraufhin mal die Rechnung rausgesucht von dem Lenkkopflagerwechsel. Und die gab es tatsächlich, die liegt ja vor. Und es hat also nicht irgendein Krauterer gemacht oder irgendeine private Werkstatt oder sonst irgendwas, sondern eine Honda-Niederlassung, eine der größten Honda-Niederlassungen hier bei unserer Gegend. Die haben das gemacht. Und das Enttäuschende dabei ist, die hätten wirklich nur ins Regal greifen müssen und hätten dieses Teil, was 22 Euro kostet, das habe ich inzwischen auch nachgeguckt, einfach aus dem Regal nehmen und benutzen können. Aber nee, ist offensichtlich nicht passiert. Das ist krass, das ist richtig krass, finde ich. Ja, als Hobbyschrauber würde ich mir sowas nicht erlauben, selbstverständlich nicht. Ich habe auch diesen Ring, diese Mutter, habe ich auch neu bestellt inzwischen. Zusammen mit einem Bunch, um es mal so zu sagen, Dichtungen, die ich vielleicht nicht unbedingt gewechselt hätte, unter anderem auch die Dichtung fürs Ölkuckloch und noch ein paar andere Dichtungen, die ich doch wechseln möchte, auch wenn sie recht teuer sind. Die verlangen für so einen O-Ring 3 Euro, aber sei es drum. Ja, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ob das Wackeln beim Bremsen doch ein Wackeln des Lenkkopfs war und aufgrund dieser defekten Schraube zustande kam, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Kann es mir nicht so recht vorstellen, dass es daran liegt, aber ganz ausschließen will ich es jetzt auch nicht. Ich habe hier noch mehrere SC58 Lenkkopfmuttern, allerdings passen die nicht, weil dieser Alurahmen hat einen signifikanten dickeren Durchmesser hier an dieser Stelle, der Lenkkopf.
Der Unterschied ist also schon fast so ein Zentimeter im Durchmesser. Zu guter Letzt, nach reiflicher Überlegung und weiterer Durchsicht der defekten Komponenten, bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht die Werkstatt war, die dieses Problem und diesen Defekt hier verursacht hat, sondern dass möglicherweise irgendjemand danach außerhalb der Werkstatt zu einem späteren Zeitpunkt versucht hat, das Lenkkopflager festzuziehen, weil wir wissen ja, ich habe das ja schon erwähnt, dass es beim Bremsen zu so einer Bewegung gekommen ist im Vorderbau und möglicherweise hat man das Lenkkopflager für schuldig gehalten, hat versucht, das festzuziehen. Und das natürlich ohne das Ganze auseinanderzubauen, sondern gerade von der Seite her, wo man so drankommt mit einem Schraubenzieher und mit einem Hammer. Und darauf deutet auch hin, dass dieser Sperrring, dieser Verriegelungsring, den wir ja alle gut kennen, dass dieser Ring auch ziemlich verbogen ist und auch ersetzt werden muss. Man sieht also recht deutlich hier zum Beispiel, dass diese Zapfen schräg stehen und verbogen worden sind. Das heißt, dieser Ring war verriegelt, beziehungsweise der obere Ring, der untere Ring war gegen den oberen Ring verriegelt über dieses Verriegelungsblech. Dafür ist es ja da. Und bei dem Versuch, das weiter anzuziehen, hat dieser Verriegelungsring also hier an dieser Stelle recht deutlich sichtbar eine Verbiegung erlitten, sodass also eigentlich aufgrund dessen davon ausgegangen werden muss, dass Gott sei Dank, muss ich sagen, Gott sei Dank, weil ich konnte nicht schlafen, nicht die Werkstatt das gemacht hat, sondern dass vielleicht danach irgendjemand versucht hat, gewaltsam diesen verriegelten Ring anzuziehen, was natürlich zur Beschädigung geführt hat. Also Entlastung für die Werkstatt im Nachhinein, muss ich mal ganz klar sagen. So, schauen wir noch mal hier rein. Ja, es ist ja ziemlich instabil hier in dieser Lage. Hier sieht es also gut geschmiert aus, alles im grünen Bereich. Sauber machen, neu schmieren, alles gut. Stabil ist was anderes in der Lage. Als der Lenkkopf noch drauf war, da hat das Ding noch wunderbar auf der oberen Gabelbrücke gestanden. Aber jetzt fällt es in erster Näherung um. Ich dachte erst, das wäre Dreck, aber das ist Lack. Beim Lackieren haben die Hondaianer nicht so gut abgeklebt, habe ich schon an mehreren Stellen gesehen, dass die da einfach auf die Passflächen lackiert haben, zum Teil, weil sie nicht gescheit abgeklebt haben. Offensichtlich ist es recht egal. Die müssen es ja wissen, die haben es ja erfunden. Hier kann man mal in die Gegenseite schauen. Diese zwei, jetzt bei 12 Uhr und bei 6 Uhr, sind die beiden Einschnitte, die also zum Austreiben der Lagerschale oben dienen. Mal den ganzen Junk rausputzen hier. Da waren andere schon schlimmer. Das gibt nur eine dünne Fettschicht, das ist in Ordnung. Kleiner Rostschutz. Man sollte das Fett da drin nicht residieren sehen, weil sonst ist es auch zu viel. Also quasi nur so. Da ist lauter so Korrosionsmehl drin.
Also dieses weiße Aluminiumoxidpulver oder was auch immer das ist. Das sind also total staubige Ecken. Man braucht also gar keine Hoffnung zu haben, da irgendwie mit einem Lappen da in diese Ecken zu kommen. Deshalb mache ich Folgendes. Ich tränke diesen Pinsel ganz, ganz, ganz leicht mit Ballistol. Und dann bürste ich hier alle Ecken aus und dann wird der Pinsel irgendwann schwarz, so wie jetzt. Und dann wird der schwarze Pinsel mit Bremsenreiniger sauber gemacht, bis er wieder hell ist. Und wenn er wieder hell ist, kommt wieder ein bisschen Ballistol dran. Und dann wird wieder gebürstet und irgendwann ist der ganze Dreck weg, mit dem Bremsenreiniger aus dem Pinsel geschwemmt. Hier unten drauf ist er auch nicht mehr, der Dreck. Und die Ballistolschicht, die hier übrig bleibt, ist extrem dünn und extrem gering. Das ist auch ganz wichtig, weil zu viel Ballistol oder irgendwelche Fettschicht an dieser Stelle ist eher kontraproduktiv, weil die den Staub noch mehr anzieht. Das heißt, wenn man es dann wirklich macht, muss man das wirklich verdünnen, verdünnen, verdünnen. So ähnlich wie bei der Homöopathie. Ich kenne mich damit zwar nicht aus, aber die verdünnen ja auch immer bis zum geht nicht mehr. Und es soll wirken. Und das ist hier beim Ballistol also auch so. Du verdünnst bis zum geht nicht mehr. Zum Schluss hast du eine wunderschön glänzende Oberfläche, aber sie pappt nicht. Das ist cool. Und im Zweifelsfalle kann man ja immer noch mal, wenn es noch zu feucht sein sollte, zwischendrin mal wieder durchwischen. Ja. Also ich sehe gerade, ich gebe es zu, es geht nichts über den guten alten Lappen, den Zettel, die Serviette, das Stück Papier. Und diesen Vorgang kann man, wenn man will, so lange wiederholen, bis die Serviette sauber bleibt. Es ist wie beim Krümmerputzen. Man hört halt irgendwann auf, wenn man keine Lust mehr hat, wenn es langt. Oder wie auch immer. Das ist also mein Trick für so ganz schwer putzbare Ecken. Jetzt mal unabhängig von der Lenkkopfgeschichte gibt es ja immer noch keine Antwort auf die Frage, warum eigentlich beim Bremsen so ein Gewackel von dem Fahrgestell, von dem vorderen passiert ist. Das hat mir der Vorbesitzer schon mit auf den Weg gegeben, als er mir dieses Motorrad schenkte, als er es mir brachte. Und ich bin dann ja selbst Probe gefahren und beim Bremsen klang, 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 klang. Ob das was mit diesem Lenkkopflager zu tun hat, in dieser verranzten Schraube, wage ich zu bezweifeln. Deshalb probiere ich jetzt mal aus, ob die Gabelholme wackeln. Ich weiß nicht, ob das so geht, aber es müsste eigentlich. Ich habe die also mal hier in den Schraubstock eingespannt. Normalerweise würde ich vielleicht einen Lappen drumherum wickeln, zusätzlich zu den Alubacken noch. Ich habe auch noch andere Schonbacken mit Gummi. Aber diese Tauchrohre müssen sowieso neu lackiert werden, weil die sehen schlimm aus, wie ihr ja wisst, und deshalb ist es jetzt irrelevant, dass die hier nackt klemmen quasi, aber es sind ja wie gesagt Alubacken. Aber normalerweise, wenn die schön sind und prima sind, noch einen Lappen drum rumwickeln oder die Gummibacken benutzen, ist auf jeden Fall die bessere Methode, aber hier ist es nicht so kritisch. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, das Ding würde hier einen auf diesen da machen, da drin. Ich meine, der Schraubstock, der wackelt auch, oder der ganze Tisch, ist klar. Aber ich merke das sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann, wie das wackelt. Laut Rechnung wurden die Führungshülsen ausgetauscht. Das ist jetzt der andere. Er wackelt auch. Ich habe das Gefühl, er wackelt nicht ganz so schlimm. Ich habe mal hier einen Strich aufgemalt. Ich weiß nicht, ob das hilft, das zu sehen, während ich hier wackle. Diese Bewegung. Das ist jetzt quasi in Fahrtrichtung. Jetzt nochmal 90 Grad dazu. Das wäre hier quasi 90 Grad dazu. Da ist die Bewegung deutlich weniger, auch fühlbar deutlich weniger. Ich habe es im Vergleich dazu gerade mal mein Reserve SC58 Federbein aus dem Schrank geholt. Da klackt gar nichts.
Man sieht zwar auch am Strich, glaube ich, eine winzig kleine Bewegung, aber es klackt nichts. Nicht in diese Richtung und auch nicht in diese Richtung. Im Zweifelsfall nehme ich die. Die kommen wieder zurück in den Schrank. Diese Federbeine haben ja eine einstellbare Vorspannung. Dazu ist diese Schraube da. Wie das im Inneren funktioniert, haben wir beim beim PC38 Federbein gesehen. Da haben wir es nicht gesehen. Das war ein Irrtum. Wie das funktioniert, sehen wir jetzt. Die PC38 hatte ja gar keine einstellbare Vorspannung. Ich habe das also rausgedreht, ganz entspannt. Da ist also ein verstellbarer Teller drin, der auf die Feder drückt. Ich lehne mich jetzt ein bisschen drauf, damit, wenn die Feder nach oben drücken mag, das wird sie gleich tun, mir das Gewinde, der letzte Gewindegang nicht ausreißt. So. Deshalb ist es ganz gut, ein bisschen Gegendruck zu machen einfach. Ja, das ist schon alles, dieser Stempel. Der Stempel steht da einfach und ist hier mit so einem kleinen Halteteilchen, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, so eine Art Sicherungsstift fest. Also das Öl wurde wohl gewechselt, das riecht nicht mal schlecht. Ich habe das also hier auf so einem Brett stehen, auf dem Mülleimer. Das ist ganz gut, da kann es nicht nach unten weg, während ich oben ein bisschen Druck ausübe. So, was hier also kommt, ist dann die Distanzhülse. Die ist, wow, ganz schön lang. Die Feder. Mal gucken. Die Feder kommt dann raus, wenn ich es ausschütte. Ja, ihr habt also gesehen, es gibt keine Dämpferkartusche in diesem Rohr. Oh, das ist ja auch sehr grau. Es stinkt zwar nicht, aber es ist sehr grau. Jetzt höre ich, dass die Feder kommt. Uah. Die Scheibe vor der Feder ist klar. Jetzt kommt die Feder. Eng nach innen, eng nach unten. Und das war's schon. Das ist aber wenig. Ja, das Öl, na gut, das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Zeit lang gelaufen. Richtig stinkig ist es nicht. Es ist einfach nur grau. Denke schon, dass es gewechselt wurde. Öl kostet ja auch nichts. Man kann es ja auch wechseln, ohne alles zu zerlegen. So, jetzt will ich mal gucken, wenn ich das hier zusammendrücke, ob hier noch was kommt. Weil es gibt natürlich da auch einen Dämpferkolben drin, allerdings keine extra Kartusche, sondern es ist aufgebaut wie bei der PC38, wie bei der CBF 600. Und bei der CBF 600 ist ja so ein feststehender Kolben, der unten am Fuß festgeschraubt ist. Und dieser feststehende Kolben bewegt sich gar nicht, der ist fest. Und das Standrohr gleitet quasi über diesem Kolben auf und ab. So, das wäre jetzt eigentlich fast leer. Jetzt kann man das Wackeln noch mal schön sehen und hören. Hört richtig die Bewegung. Ich denke nicht, dass es über das Mikrofon durchkommt, aber ich höre das gut. Da es hier keine Dämpferkartusche gibt, die oben und unten verbindet, ist die Gefahr jetzt sehr groß, dass ich dieser Kolben, der hier festgeschraubt ist, einfach jetzt durchdreht, wenn ich hier versuche, das aufzuschrauben. Vermutlich wird das passieren. Nee. Ging super gut. Glück gehabt. Ah, die Scheibe kommt mit, das ist nett von ihr. Ziemlich kurz die Schraube, ziemlich viel Schlamm.
Die Dichtscheibe werfe ich gleich weg. Die wird nicht mehr gebraucht. Ich habe mal wieder 100 gekauft von diesen Dingern. So, ich bin jetzt sicher, jetzt kommt der Kolben hier raus. Einfach ausschütten und fertig. Ja, jetzt ist das Rohr quasi leer. Das heißt, der hydraulische Anschlag fehlt noch, der ist noch da drin irgendwo. Was wir hier sehen, ist eigentlich identisch zur PC38 damals. Das ist dieser Kolben mit einem Kolbenring und diese Feder. Diese Feder ist der Ausfederanschlag. Das heißt, wenn das Ding komplett ausfedert, federt das hier mit dieser Feder, wird dieser Ausfedervorgang in die ausgefederte Stellung, wird dann quasi abgefangen. Das ist diese Feder hier. So. Da ist nichts mehr drin, das ist einfach hohl. Da ist doch was drin. Aber das, was da drin ist, gehört da nicht rein. Zeige ich gleich. Und ich habe wieder keine Handschuhe an. Asche über mein Haupt. Ich vergesse es einfach. Ich weiß auch nicht warum. Ich vergesse es einfach. So habe ich das also eingespannt. Und wenn man hier reinschaut, sieht man also einen ganz dicken Dreckpfropfen, der hier unten in dem Fuß drin sitzt. Das, was da schwarz leuchtet, ist einfach nur Schlamm. Und von der anderen Seite sieht es also so aus. Man sieht also einen ganz winzig kleinen Lichtpunkt. Das ist noch eine kleine Öffnung im Schlamm. Und ich gucke mal, ob ich das hier rausbekomme. Es hat sich natürlich da drin verteilt, ist klar. Aber man sieht, dass das Loch jetzt frei ist und man sieht die Schlammspur hier drin. Naja, ob das jemals sauber gemacht wurde. Aber das wirklich Interessante haben wir jetzt noch vor uns, nämlich die Frage nach dem Zustand der Führungsbüchsen. Ups. Guten Flug dann auch. So, da sind das. Das eine, den kann man gleich wegschmeißen eigentlich. Na, wieso ist das so rau? Simmering. Ja. Sieht eigentlich gut aus. Diese kleine Schicht Silikonfett, die normalerweise in der Mitte immer ist, ist ja gut wie verbraucht, sodass man eigentlich fast davon ausgehen müsste, dass die noch nicht ausgetauscht wurden. Dann kommt hier ja dieser Metallring mit der scharfen Kante nach unten. Nur zur Info. Und hier sind die interessanten Sachen. Die Teflonringe. Der eine Teflonring, der äußere, also der die Außenführung macht, sieht gar nicht so schlecht aus. Da habe ich also schon schlimmere gesehen. Der
ist jetzt eigentlich nicht unbedingt so verschlissen. Zumindest die Teflonschicht ist noch ganz gut. Und hier der andere Teflonring macht eigentlich auch gar nicht so einen schlechten Eindruck. Hier außen ist ein bisschen durchgenagt bis aufs Kupfer, aber die eigentliche Führung hier, das Teflon, ist gar nicht mal so schlecht. Na gut. Da müsste noch die hydraulische Anschlagshülse drin sein, genau. Das ist dieses Teil hier. Auch ziemlich verdreckt. Ja, der sitzt ganz unten, der sammelt dann natürlich dann den Dreck auf, aber das ist jetzt nicht weiter unnormal, das ist eigentlich klar. Ja, diese Hülse nennt sich hydraulischer Anschlag, und warum ist das so? Dieses Ding dämpft also ganz stark den Einfedervorgang kurz vorm unteren Anschlag. Also wenn die Gabel völlig einfedert, damit das nicht unten raufknallt, ist diese Hülse da drin. Und ich zeige mal gerade, was die macht. Ich glaube, das habe ich noch nirgends gezeigt, oder? Diese Hülse ist ja zusammen mit diesem Kolben so unten am Boden. Ja, genau. Hier ist die Kamera. Diese Hülse ist zusammen mit diesem Kolben hier unten am Boden festgeschraubt. Mit dieser Schraube, die ich hier gerade geöffnet habe. Diese kleine, die ich jetzt nicht mehr finde. Doch, hier ist sie. Genau, das ist die Schraube, die von außen hier quasi drin sitzt. So. Und dieses ganze Gebilde sitzt jetzt so in diesem Rohr drin und steht unten am Boden des Tauchrohrs fest. So. Und den Kolben legen wir jetzt mal wieder zur Seite und schauen mal hier rein. Und zwar ist es so, dieses Rohr hat ja hier so eine Verjüngung. Da ist ja so eine Art Käfig oder was da drin, so ein Teil. Und wenn jetzt das Standrohr kommt, das ist ja das Standrohr, wenn das Standrohr von oben kommt und kurz vorm Anschlag ist, dann taucht diese Hülse hier rein. Und in dem Moment, wo sie das tut, ist nur sehr wenig Platz drumherum. Das heißt, hier gibt es einen Ölstau an dieser Stelle. Und dieser Ölstau sorgt einfach dafür, dass diese Einfederbewegung kurz vorm Anschlag, kurz bevor es mechanisch kracht, über diesen kleinen Ölspalt, der als starke Dämpfung wirkt, sozusagen diesen Einfedervorgang, nee Quatsch, so rum natürlich, diesen Einfedervorgang abzufangen. Ja, so sieht es also aus. So rum steht das Ding drin. Und dieses Rohr kommt dann über diese Hülse drüber und das gibt dann quasi einen hydraulischen Stau an dieser Stelle. Und dieser Anschlag wird also sehr, sehr stark über diesen ölhydraulischen Stau quasi abgedämpft. Das ist also der Trick dieser Hülse, der ihr einziger Sinn. Ja. Und hier drin befindet sich also, man kann das hier in Rot noch schimmern, so ein kleiner Plastikring. Das ist also kein Dichtgummi oder sonst irgendwas, das ist so ein kleiner Plastikring. Und wenn dieser Kolben hier praktisch da drin hoch und runter wandert, wird quasi über die Verdrängung in diesem Plastikring wird quasi der Ölfluss behindert und dadurch entsteht die Dämpfung. Und wir haben also hier die Löcher, wo das Öl durchfließen kann, und wir haben hier ringsherum Löcher, wo das Öl durchfließen kann. Und dadurch, dass dieses Ding hier ein bisschen beweglich ist, vermute ich mal, genau weiß ich es nicht, aber dadurch, dass das Ding 2-3 mm sich bewegen kann, kann das möglicherweise, das ist auch federn gelagert, zwischen Zug- und Druckdämpfung hin und her schaltet, indem es irgendwelche Dinge hier drin bewirkt. Aber da ich das nicht ausbauen kann und nicht weiß, was es genau macht, kann ich es nicht besser erklären, als einfach nur zu vermuten, dass dem so wäre. Ja, und das Ding kriegt man vielleicht raus, aber das muss man nicht rauskriegen. Das lasse ich alles so drin, wird schön mit Bremsenreiniger durchgespült und danach ist das wieder wie neu. Hier im Tauchrohr gibt es also auch nichts,
Nichts Auffälliges außer der Dreckpfütze da unten. Sieht eigentlich alles ganz normal aus. So, ich spüle das Ganze jetzt mal durch. Kleiner Haltetrick, damit der Schraubstock möglichst wenig Druck aufbauen muss. So, damit wäre im Prinzip Tauchrohr Nummer 1 fertig zur Lackierung quasi. Das ist das Standrohr rechts. Ich glaube zwar, es ist egal, ob ich die jetzt verwechsle oder nicht, aber ich werde es trotzdem mal irgendwie markieren. Ich werde die sowieso mal schön polieren, diese Standrohre. Ich habe da also innen versucht, ein R drauf zu malen. Ist relativ gut gelungen. Ja, man kann also hier diese Löcher sehen. Ein Loch ist also im Vergleich zu diesem inneren, ja, Einlegeteil mit diesem Plastikring. Ein Loch ist also so ungefähr zur Hälfte verschlossen. Dann kommen es in vier Stück, sind das eins ist ganz verschlossen, dann ist eins ganz offen und wieder eins ganz verschlossen. Also quasi von diesen vier Löchern haben wir anderthalb Löcher auf, wo also das Öl in gewisser Weise strömen kann. Und ich denke, das ist auch so gewollt. Ja, und diese innere Patrone. Die ist also nicht drehbar, aber ich denke, wenn man sie drehen könnte, könnte man die Dämpfung verstellen. Diese Hypothese stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, ohne zu wissen, ob sie stimmt. Ja, und ich mache dann einfach mal den Rest sauber, so wie immer. So wie es schon 100 Mal gezeigt, wie schon 100 Mal gesehen. Die Teflonringe auf ihren Kupferträgern war ich sicher austauschen zu müssen, aber eigentlich nicht. Der Simmerring wird auch weggeworfen. Hier werde ich mal so eine Bürste bemühen. Ja, besser ist das. Das Ding ist ja so massiv versifft. Immer noch. Mal gespannt, wann das aufhört, braun zu laufen. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwann muss der Bremsenreiniger doch mal als klare Brühe wieder rauskommen. Ja, jetzt macht es. Schmutzige Geburt.
So, es fehlt nur noch die Hülse und die beiden Teile. Und dann wäre Nummer 1 quasi, Nummer rechts quasi sauber. Ja, Federbein rechts ist fertig. Jetzt kommt noch links, das mache ich alleine. Aber wenn natürlich irgendwas Außergewöhnliches zu sehen ist, zeige ich das. Die Komponenten des linken Federbeins habe ich mal da hinten deponiert. Da hat sich inzwischen noch einiges anderes eingefunden. Zum Beispiel ein frisch lackierter Hauptständer, ein frisch lackierter Motorhalterung vorne und ein frisch lackiertes Geweih und diverse andere sehr interessante Dinge, die bald wieder, hoffentlich bald wieder verbaut werden können. Das ist jetzt das rechte Federbein, die Eröffnung und Ausschüttung. Irgendwie stinkt das ein bisschen mehr als das andere. Und ich fände es auch irgendwie praktischer, die Feder rauszubekommen, ohne sie auszuschütten. Deshalb habe ich mir hier so einen Haken gebogen aus dem Draht. Und da ist ja erstmal dieser Dings drin. Dieser Ring, der hier nämlich. Jetzt tue ich die Feder mal raus und lasse die erstmal ein bisschen abtropfen. Die einfach auszuschütten ist zwar jetzt auch kein Problem, aber so ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe jetzt einfach diesen Fangdraht da quer gelegt. Und bei diesem Federbein, das ist übrigens ein anderer Abend, ein neuer Tag und ein neues Glück, habe ich auch mal Handschuhe an. Ja, genau. Ich habe mal dran gedacht, Handschuhe anzuziehen. Ich weiß ja auch, dass ich es tun sollte, dass es besser ist. Auch hier ist mir das Glück hold und die Schraube ging auf. Und in den Müll damit. So, Kolbenfang. So, aus diesem Federbein ist ja alles raus, außer der Führungsmechanik. Die Führungsmechanik ist noch drin, Dämpfer, Feder, alles andere fehlt. Und man hört es hier schön klackern. Ich würde ja gerne rausfinden, warum das so ist. Also wenn man das Rohr jetzt ganz rauszieht, hier sind meine Markierungen. Das ist jetzt der normale, hier sind meine Markierungen, die ich gemacht habe. Das ist der normale ausgefederte Zustand. Und man hört es klacken. Das ist also nicht der Schraubstock, der da klackt. Wenn ich hier bewege, passiert nichts. Das, was klackt, ist das Ding. Wenn ich das Ding ganz rausziehe, ist logischerweise, dann ist die Führung natürlich so gut wie weg. Dann habe ich hier eine kuhschwanzartige Bewegung von ja, fast 2 Zentimetern am Ende. Das ist aber auch irgendwie ganz logisch. Schauen, ob ich das hier so zeigen kann. Das ist also die Bewegung, die ich habe, wenn das Ding viel weiter rausgezogen ist, als es überhaupt kann. Die Markierung ist hier. Wir haben also jetzt bestimmt 15 bis 17 Zentimeter weiter rausgezogen, als es kann. Und wir haben ja hier ein Führungselement und das andere Führungselement sitzt jetzt gleich hier, welches praktisch quasi mit dem Rohr sich bewegt, mit dem Standrohr. So, und das ist logisch, dass wir hier eine Bewegung haben, die so ist. Weil da oben gibt es nichts mehr zu führen. Und wenn ich das jetzt hineinschiebe, das ist ja noch schön geschmiert,
bis auf Soll ungefähr. Das ist der ausgefederte Zustand. Ist immer noch Bewegung da. In dem eingefederten Zustand merke ich es auch noch. Warum ist das so? Beim Federbein, was ich eben schon zerlegt hatte, waren die Teflonbüchsen eigentlich sehr, sehr gut noch. Also die Teflon-Führungshülse. Warum ist das so? Entweder es ist normal oder die Laufbahn hier innen ist einfach ausgeschlagen, ausgeschlagen. Das Aluminium ist, also die Aluminiumlaufbahn hier drin ist dünn geworden. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Innenmaß finde im Werkstatthandbuch, wie das Innenmaß hier sein darf von dieser Aluhülse. Ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, muss ich nachgucken. Ich habe hier ein Innenmessgerät und mit diesem Innenmessgerät in der kleinsten Stufe müsste ich in der Lage sein, das Innenmaß hier festzustellen. Ich kann allerdings mal Folgendes machen, das will ich auch mal tun nachher. Dass ich ganz einfach mal dieses Rohr, das Innenmaß, vielleicht vergleichsmesse mit einem SC58-Rohr, was ja eigentlich baugleich sein müsste. Und dann mal schauen, ob ich da einen Unterschied feststelle. Das wäre vielleicht mal interessant, wenn ich kein Verschleißmaß dafür finden sollte. Ihr seht also, ich weiß auch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Der hydraulische Anschlag, besten Dank dafür. Also dieser äußere, also dieser Ring, der hier vorne drin steckt, wenn man den zusammendrückt, ist er eigentlich nicht unbedingt schlecht. Schwierig. Schwierig, schwierig. Und auch hier ist das Teflon noch richtig gut. Also würde ich das in erster Näherung nicht mal austauschen wollen. Ohne Handschuhe habe ich das noch mit den Fingernägeln gemacht gerade. Das geht jetzt nicht mehr, aber das macht nichts. Schnapp. Ja, das Teflon ist gut. Innen hat es Spuren, aber das Teflon ist eigentlich unbeschädigt. Tja, so, ich spüle das jetzt mal alles. Hier ist auch wieder ein dicker Pfropfen drin, der hat alles verschlossen, aber es ist ja normal. Hier sitzt die Schraube drin, das ist der tiefste Punkt, wo soll der Dreck hin? Der kann ja quasi nur da unten bleiben. Ja, ich glaube, ich muss das Vorhergesagte revidieren. Ich könnte es auch einfach aus dem Film rausschneiden, da hätte ich es nie gesagt, aber ich revidiere es lieber. Weil vielleicht denkt auch einer, der von euch das sieht, drüber nach und kommt auf den gleichen falschen Schluss wie ich. Diese Löcher hier, ob die jetzt fluchten oder nicht, scheint völlig egal zu sein oder völlig zufällig, weil diese innere Hülse, die da noch eingebracht ist, fluchtet hier mit keinem einzigen der vier äußeren Löcher. Die innere Hülse hat übrigens zwei Löcher. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Eins hier rechts und eins ist auf der anderen Seite. Und ob diese Löcher mit den inneren Fluchten scheint völlig egal zu sein. Da ist ja 2-3 mm Platz, wie man es schön sehen kann, und im Öl scheint es egal zu sein, ob die Löcher fluchten oder nicht. Also hat damit nichts zu tun mit Einstellung der Dämpfung über die Orientierung der Löcher zueinander. Das war ein Irrtum. Vergesst es wieder. Und ich muss auch zugeben, dass mir nicht ganz klar ist, wie es zu dieser zerrüttet scheinenden Rückseite dieses Teflonrings. Also der Teflonring sitzt ja genau hier an dieser Stelle. Das ist das, wo er wohnt. Und wenn der da drin sitzt, dann sitzt er hier unten auf und dann kommt diese dicke Scheibe und hier kommt der Gabelsimmerring, der das Öl zurückhält. Und dieses Ding sieht von außen quasi, also von innen ist Teflon, da gleitet das Standrohr und hier, das sieht so aus, als würde das da drin rumgeigen in irgendeiner Form. Man sieht also Reibespuren, man sieht ja Spuren in diese Richtung, irgendwelche Kratzer. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, wie das zustande kommt, auch wie diese Färbung zustande kommt. Der Träger, das Trägermaterial ist also metallisch, also Eisen, das ist magnetisch und das glänzt kupfern. Mit Kupfer hat das ganze Ding eigentlich nichts zu tun und das hier ist Alu, das hat mit Kupfer auch nichts zu tun. Wo kommen diese kupferfarbenen Spuren her? Warum
sieht das Ganze so aus, als würde das ja irgendwie abgerieben worden sein und in der Mitte rot kupfern und an den Rändern nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und es ärgert mich immer, wenn ich Dinge nicht verstehe. Nicht so recht und weiß nicht, warum das so ist. Dieser Ring hat ja einen Spalt und der federt. Wenn der also in den Platz eingebracht wird, wo er hier wohnt, drückt er sich zusammen und spannt sich gegen die Außenwand, logischerweise aufgrund dieser nach außen gerichteten Federkraft, was ja auch Sinn macht. Und ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, wie dieses Ding in irgendeiner Form für das Gewackel verantwortlich sein könnte, es sei denn, hier würde Material fehlen. Aber wie sollte da Material fehlen? Das müsste ja bedeuten, dass dieser Ring ständig in Bewegung wäre und das kann er eigentlich nicht. Wenn Material fehlen kann, dann kann Teflon fehlen, weil hier reibt ja das Standrohr. Aber das Teflon ist so gut wie neu. Ich möchte auch einfach, weil ich gerade die Gelegenheit dazu habe, den Unterschied dokumentieren zwischen einem SC58 Standrohr, das ist also links, und einem SC64 Standrohr. Das ist also rechts, also das linke Standrohr ist das alte krumme, was ich immer als Hebelverlängerung zum Schraubenöffnen benutze, schon seit Jahr und Tag, das kennt ihr ja. Und man sieht also, wenn die so beide auf dem Boden stehen, ist also das SC58 Standrohr ein ganz kleines bisschen, vielleicht 2, 3 mm kürzer als das SC64 Standrohr. Und dann sieht man ja auch hier, das SC58 Standrohr hat hier also die Löcher etwas weiter unten, weil es ja ein komplett anderes Dämpfersystem hat. Es hat ja die Dämpferkartusche, die oben und unten festgeschraubt ist. Und das SC64 Standrohr hat diese Geschichte mit diesem Kolben, wie wir ja wissen. Und da sind die Löcher also weiter zum Rand hin angebracht. Und wenn man hier reinschaut, das ist also das linke, wie man am L sieht, das SC58 Standrohr ist also weitgehend leer. Es hat zwar auch ja, so eine Art Innenleben da, allerdings ist dieses Innenleben mehr oder weniger hohl und die Löcher beginnen auch erst hinter dem Innenleben. Und hier ist es also so, dass da noch so eine Hülse drinsteckt, die selbst gelocht ist und sich da so ein Plastikring noch drin befindet, den habe ich ja vorhin schon gezeigt. Und durch diesen Plastikring passt also gerade so der Kolben, beziehungsweise ja, die Kolbenstange, das Pleuel vom Kolben in Anführungsstrichen durch, von diesem Dämpfungskolben, der sich ja da drin bewegt. Ja, man sieht also signifikante Unterschiede im Aufbau logischerweise. Und was ich jetzt nicht erwartet hätte, auch ein geringfügiger Unterschied auch in der Länge. Ja, schön, das mal gesehen zu haben und zu wissen. Ja, und dieses Innenleben hier geht also vielleicht raus, vielleicht auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist hier eingepresst und umgebördelt an dieser Stelle hier auch. Also das hier irgendwie rauszufummeln, halte ich für illusorisch, zumindest zerstörungsfrei. Dementsprechend werde ich das gar nicht versuchen, aber man kann das sehr gut durchspülen und man kriegt das alles sauber, das ist ja gar kein Thema. Ja, das nochmal kurz hierzu, damit es mal festgehalten ist für die Nachwelt. Bei der Suche nach dem Wackelfehler bringt mich das allerdings jetzt alles auch nicht weiter. Hier ist ja dieser untere Gleitring, der hier am Standrohr unten sitzt, der ist ja hier so draufgezogen. Ich lasse ihn jetzt mal ab. Aber man kann ihm auch ansehen, dass er hier in der Mitte eine abgeschliffene Spur hat in irgendeiner Form. Zwar genau in der Mitte, das ist ungefähr hier, wo diese Stufe ist. Das ist so eine kleine Stufe. Und die ist auch nicht genau in der Mitte und diese abgeschliffene Spur ist auch nicht genau in der Mitte. Also der hat ein bisschen Spiel und schleift hier seinen Kupferrücken ab. Das scheint normal zu sein. Das habe ich auch schon oft gesehen. Das Ding ist, das Trägermaterial ist auch magnetisch, also im Prinzip Eisen. Man sieht auch, dass hier Eisen durchkommt, wo der Kupfer abgeschliffen ist. Und ich weiß nicht genau, warum man jetzt die Rückseite sowohl dieses als auch des anderen Rings verkupfert. Also es ist mir jetzt nicht ganz klar, warum das gemacht wird. Vielleicht weiß es ja jemand und kann es schreiben. Aber man sieht ganz deutlich, dass hier ein bisschen Bewegung existieren kann. Kann man sich ganz gut vorstellen. Hier hat man ja auch ungefähr einen Millimeter, wo sich das hier bewegen kann.
Viel ist es nicht, aber im Laufe der Zeit kann das halt so einen kleinen Kratzer, zumal kann sich das möglicherweise auch drehen. Ja, und das hat also auch die Eigenschaft, leicht federnd zu wirken, was ja auch okay ist. Aber der eigentlich gleitende Belag, nämlich das hier, ist in gutem Zustand. Ich kann mich erinnern, beim Schwarzen Monster war das ja richtig abgeschliffen. Hier ist es richtig gut. Also, kein Ergebnis für die Frage, warum es wackelt. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist jetzt schon wieder der nächste Abend und ich habe mich mal in mein warmes Büro hier oben verdrückt und bin gerade mal dabei, einen Satz SC58 Tauchrohre gegen die SC64 Tauchrohre zu vergleichen. Und auf dem ersten und zweiten Blick sehen sie definitiv identisch aus, bis auf die Farbe. Auch die Beschriftungen sind sehr ähnlich. Ich denke, das MET00R ist irgendwie eine Bezeichnung, die gängig ist dafür. R bedeutet rechts. Und hier steht auch MET00R. Das, was unten drunter steht, ist ein bisschen anders. Ich denke, das ist auch ein bisschen vom Fertigungsdatum abhängig. Die linken heißen MBZ80L. Heißen sie auch beide. Und innen gibt es eigentlich auch nichts, was auf einen Unterschied hindeuten würde. Ich nehme also jetzt mal mein Innenmessgerät und habe die mechanische Uhr drauf gemacht, weil es aus Darstellungsgründen auf der Kamera ein bisschen besser zu sehen ist, was hier passiert. Und ich stecke das jetzt erstmal hier rein und messe mal den Sitz dieser Führungsbuchse. Das ist die obere Teflon-Führungsbuchse. Das ist die, die das Teflon nach innen hat. Und diesen Sitz messe ich jetzt mal und vergleiche mal diese vier Rohre miteinander. Das sieht dann ungefähr so aus. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, es zu handhaben mit der Kamera in der Hand. Deshalb zeige ich eigentlich nur noch das Ergebnis. Ich habe also das auf diesem Ding jetzt genullt, sodass ich ungefähr sehe, wie das aussieht. Jetzt rutscht es mir raus und ich kann es nicht festhalten, weil ich die Kamera festhalte. Ich messe also immer 0 Grad und 90 Grad und nulle das. Mir geht es jetzt nur um den Vergleich. Ich stelle also nicht den absoluten Durchmesser, Innendurchmesser fest, sondern einfach nur genullt. Und jetzt bin ich auf dem hellen Rohr, jetzt gehe ich ins schwarze Rohr. Jetzt bin ich also im schwarzen Rohr und sehe, eigentlich bis auf 0,01 mm das gleiche Messergebnis. Und bei den anderen Rohren sieht es also genauso aus. Die habe ich ohne Kamera mal probiert, aber ich wollte euch nur mal zeigen, wie es im Prinzip ist. Und ich messe in diese Richtung, also in horizontale Richtung und drehe das dann rum und messe das auch in vertikale Richtung. Und die sind also alle vier gleich und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die in Ordnung sind. Und jetzt will ich mal testen, wie es entlang des Rohres nach unten aussieht. Die interessante Fragestellung ist ja jetzt die, ob es einen Unterschied gibt zwischen hell und dunkel, zwischen flach und tief drin und zwischen 0 Grad, 90 Grad. Und das versuche ich jetzt mal festzustellen. Allerdings kann ich es schlecht sehen, weil die Kamera gerade im Weg steht. Ich weiß nicht, inwieweit ich das so zeigen kann, dass das gut, dass alle das sehen. Das ist jetzt also quasi in Fahrtrichtung ungefähr ziemlich weit oben. Das gehe ich mal in die Mitte rein. Ändert sich nichts. Das gehe ich mal relativ tief rein, so tief wie es irgendwie geht. Man merkt also, wenn ich tief reingehe, dass das Rohr dicker wird. Hier bin ich wieder auf 0, relativ weit oben und unten. Merkt man also, dass das Rohr sich aufweitet. Jetzt komme ich mit der Schraube rein hier. So. Jetzt mache ich mal eine 90-Grad-Messung dazu. Das heißt, ich drehe die Messuhr so und drehe meinen Messfühler um 90 Grad, damit man das wieder sieht. Mitte. Unten. Ah ja. Das ist also in etwa der gleiche Effekt. Das heißt, nee.
Doch, unten ist es auch geringfügig weiter. Aber in Fahrtrichtung war der Effekt deutlicher. Hier ungefähr bei der Hälfte geht es noch ziemlich gut. Aber mit dem Messfühler ungefähr an der Position, wo dieser letzte Halter ist, komme ich nicht mehr ganz auf die Null. Das heißt, auch hier ist es offensichtlich so, dass sich das Rohr nach unten aufweitet. Jetzt habe ich hier ein helles Rohr in Bearbeitung und ich bin in Fahrtrichtung ganz oben. Jetzt gehe ich mal auf ungefähr Mitte. Bleibt immer noch exakt auf Null. Jetzt gehe ich mal so tief rein wie möglich. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich bin jetzt fast ganz unten und habe 0,01 mm nur Abweichung. Also die Abweichung hier ist extrem viel geringer. Also fast nur ein Hundertstel Millimeter. Und es fühlt sich auch anders an. Wenn ich da reingehe in dieses Rohr, fühlt sich das überall gleich an. Und bei dem schwarzen Rohr habe ich das Gefühl, dass es unten plötzlich extrem rau geht. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, das darzustellen, was ich subjektiv empfinde. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, weil ich habe jetzt das externe Mikrofon, das Funkmikrofon nicht dran. Wenn ich hier in das helle Rohr hineingehe und die Messvorrichtung einfach reingleiten lasse bis zum unteren Anschlag und wieder raus, geht das absolut überall mit der gleichen Kraft, mit dem gleichen Drag, wie man so schön sagt. Es gibt keinen Unterschied zwischen unten und oben. Als wäre die Oberfläche überall absolut ja, gleich. Und wenn ich das hier mit diesem Rohr hier mache, mit diesem schwarzen, ist es erstmal rauer und hier geht es plötzlich nicht mehr weiter und geht es extrem schwer und hakt. Als wenn da irgendein Widerstand wäre. Ich brauche extrem viel mehr Kraft, um das überhaupt zu schieben. Und das ist das, was mich jetzt ein bisschen wundert. Ja, ich habe das jetzt also noch ein paar Mal gemacht im Vergleich zu schwarz gegen hell. Und es kommt immer irgendwie das gleiche Ergebnis raus, dass sich so darstellt für mich, dass also die schwarzen Rohre sich nach unten irgendwie aufweiten. In Fahrtrichtung speziell. Und die hellen tun das nicht. Ja. Und außerdem werden die schwarzen sehr rau nach unten hin, was ich nicht sehen kann. Also optisch ist das nicht zu sehen, aber wenn ich diesen Messfühler reinschiebe, je tiefer ich damit reingehe, desto mehr hakt er nach unten. Komisch. Also meine Tendenz ist einfach die, um sicher zu sein, würde ich gerne die hellen Tauchrohre verbauen bei diesem Motorrad. Neu lackiert werden müssten die schwarzen ja sowieso, die sehen ja furchtbar aus. Die hellen kann man sogar hell lassen, wenn man das möchte. Man kann sie auch schwarz lackieren, wenn man das möchte. Dann ist es genauso, als hätte man die schwarzen schwarz lackiert. Also die Arbeit wäre sowieso zu tun. Und mit den hellen SC58 Tauchrohren habe ich einfach das bessere Gefühl. Und ich denke, das werde ich so machen. Ja, ich habe auch noch einen Reparatursatz bestellt für die Gabeln. Für den Fall, dass diese Teflon-Ringe schlecht wären, sind sie in diesem Fall nicht. Aber der Reparatursatz dürfte auch in sehr kurzer Zeit dann auch da sein. Gegebenenfalls nehme ich zusätzlich trotzdem, um ganz sicher zu sein, nochmal neue Ringe, neue Gleitringe. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir enden. Ja, der Film endet jetzt. Ich glaube, er ist schon wieder ganz schön lang geworden. Und möglicherweise melde ich mich nochmal in diesem Jahr
vor Weihnachten möglicherweise auch nicht. Aber für den Fall, dass nicht, wünsche ich allen Zuschauern ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber vielleicht, wie gesagt, sehen wir uns ja nochmal. Bis dann bei Zams Channel. Und beinahe hätte ich es vergessen, Versprechen soll man ja einlösen. So ist es geworden.